Cassie liebt den Parcours. An den bunten Geräten kann die kleine Jack Russell-Dame ihrer Energie freien Lauf lassen. Mit manchen Hindernissen hat sie noch so ihre Probleme. Am Ende gibt es aber nichts Schöneres, als mit Frauchen Elisa durchs Ziel zu laufen. Die Sportart, die Cassie vom Hundesportverein Rostock Jumpers so viel Freude bereitet, heißt Agility. Bei dem Training müssen die Hunde in einer vorgegebenen Zeit eine Hindernisstrecke bewältigen. Neben der Fitness stärkt das auch ihre Bindung zum Herrchen. Ein Grund, warum sich auch Christina Grothkopf für Agility entschieden hat. Agility ist einfach ein Sport, der Flinkheit und Wendigkeit erfordert und halt auch fördert beim Hund. Ne? Und ich habe mit Agility angefangen, weil ich meinen Hund beschäftigen wollte, weil es halt eine sehr schöne Teamdynamik darstellt. Ne? Und ich habe halt einfach, nachdem ich mit Agility angefangen habe, eine sehr, sehr starke Bindung auch zu meinem Hund aufgebaut. Ne? Also ich kann jetzt sagen, mein Hund oder mittlerweile beide sind meine besten Freunde und es fördert ihn geistig und körperlich aus. Ne? Also es ist halt wirklich so, er hat ein schönes Rahmenprogramm. Mit ihrem Aido meistert Christina Grothkopf den Parcours schon so gut, dass sie damit auch in Shows auftreten kann. Wie bei der 9. Rassehundeausstellung, die Ende September Hund und Herrchen nach Rostock lud. An 2 Tagen wurde hier alles präsentiert, was das Hundeherz begehrt. Von Leckerlis über Halsbänder bis zum Staubsauger gegen lästige Haarbüschel. Daneben ging es um den besten Hund in jeder Rasse. Mit Nagelscheren und Lockenwicklern bereiteten die Hundehalter ihre Begleiter vor. Internationale Richter begutachteten die Vierbeiner ganz genau und verteilten Pokale. Wir haben ein ganz, ganz tolles Showprogramm, wo man wirklich ganz fetzige Kunststücke mit den Hunden sehen kann, die Frisbee spielen, die rechnen können. Also man kann immer wieder lachen. Lachen und eben lernen. Wenn sie mit ihrem Aido nicht gerade auf einer Messe den Parcours abläuft, bereitet sich Christina Grothkopf auf Turniere vor. Wer einmal mit seinem Vierbeiner in die Sportart reinschnuppern will, findet in vielen Städten Vereine. In Rostock gibt es natürlich die Rostock Jumpers. Und Cassie, Aido und Co. freuen sich schon auf neue Mitstreiter. MV1. Mein Land, mein Sender. Die Jahresköste der Kaufmannschaft zu Rostock ist in jedem Jahr ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der Hansestadt. Traditionell begrüßen die Präsidentin der Bürgerschaft und der Oberbürgermeister die Gesellschaft im Festsaal des Rathauses. Tradition ist für die Mitglieder der Jahresköste ein Begriff von zentraler Bedeutung. Die Jahresköste hat ihre Wurzeln im Mittelalter. Seitdem wird auf dem nach Erntedank begangenen Festessen für einen guten Zweck gespendet. Das Besondere an dieser Jahresköste ist sicherlich der Spendenzweck, dass wir uns mit unserem Spendenzweck für die Hansestadt Rostock besonders engagieren. 2 Dinge fördern, die der Hansestadt direkt zugutekommen, nämlich einerseits der Beitrag für die Restaurierung der Wicke-Schorler-Rolle und zum anderen den Ankauf der Original-Bronzeskulptur Die Trinkende. Während Mann und Frau im Festsaal des Rathauses noch vereint waren, trennten sich dann die Wege. Zu dem Festessen im Apollo-Saal im Steigenberger Hotel Sonne waren nur Männer zugelassen. Und während im Apollo-Saal die rituelle Jahresköste ihren Lauf nahm, fanden die rund 100 Frauen Zuflucht im Kloster zum Heiligen Kreuz. Im Speisesaal der Nonnen, dem Refektorium, fand das erste Mal seit der Reformation wieder ein Damenprogramm statt. Wie heute ja hier berichtet wurde, ist der Vorstand der Jahresköste doch in einer intensiven Diskussion damit befasst, eben sich zu öffnen, auch für Frauen, zumindest in Funktionen.
Und das halte ich auch für richtig. Also ich habe das ja versucht zu erwähnen. Die Bundeskanzlerin ist gerade in der Stadt. Heute Morgen haben wir eine kämpferische neue Rektorin der Hochschule für Musik und Theater ins Amt, das Amt begleiten dürfen. Es gibt eine Präsidentin der Stadt. Es gibt sehr erfolgreiche Unternehmerinnen, auch in Rostock. Auf diese gesamte Kompetenz und auf dieses Know-how sollte auch die Jahresköste bei allem Verständnis nicht länger verzichten. Ehrengast und Festredner des Abends war der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer. An diesem Abend spendeten die Mitglieder der Jahresköste mehr als 34.000 Euro. Der Abend hat sich also wieder einmal gelohnt. Die 100 Herren fühlten sich in ihrem Tun bestätigt. Eine Tradition wurde aufrechterhalten und die Hansestadt Rostock profitierte von der großzügigen Spende.